Ja, es gibt ja in Berlin gerade ein Volksbegehren für mehr Videoüberwachung und wir haben uns den Gesetzentwurf mal durch ein Gutachten anschauen lassen. Und was wissen wir jetzt? Dieses Volksbegehren ermöglicht nicht nur den Einstieg in die flächendeckende Videoüberwachung, sondern auch die Einführung von verdeckten Bildaufnahmen und verdeckten Aufnahmen von Gesprächen auf der Straße. Und das alles ist nach dem Gutachten so dermaßen verfassungswidrig, dass man dieses Volksbegehren eigentlich in dieser Form überhaupt nicht fortführen kann.